Right! 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 Bring it! Hallo und herzlich willkommen zurück bei der weiteren Folge von Pokémon Sword Silver Nuzlocke. Stell dir ein Mikrofon. Und ich wollte einfach mal gucken. Ach, wir müssen dich doch mal heilen gehen. Nochmal heilen gehen, das ist für Pussys. Let's go! Ich habe gegen einen rothaarigen Trainer verloren. Er war irre stark, aber ich hatte den Eindruck, er wird um jeden Preis gewinnen. Seine Pokémon tun mir leid. Hey, die mich kennen, die wissen, dass ich rote Haare habe, aber ich bin's nicht gewesen. So, ein Galopper. Galopper, Galopper. Wir haben ja selber unser Pony. Unser Pony. Au. Wo ist Danny? Danny? Na toll, jetzt brennt er schon wieder. Ah. Muss doch noch mal ins Pokémon Center gehen. Das ist ja. Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht mit solchen Pokémon einlassen. Ja, genau. Weil dann brennt's bloß noch. Ach, Mann. Danny. Au. Warum trampeln eigentlich alle auf mir rum? Das finde ich jetzt aber nicht okay. Sag mal. Wie, die Attacke ging daneben. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie ging daneben? Was? Jetzt reicht's. Komm, Server, ist jetzt alles unter Wasser. Das muss wenigstens treffen. Also bitte. Schön, Danny. Ich sehe noch ein Level ab. Ein Vati. Den tauschen wir mal. Da kann Nipnip wieder mal was unternehmen. Let's go! So, Flammenwurf. Und das war's. Da gehe ich dann doch noch mal kurz zurück und heile mich. Ich sag's doch, Pokémon sind keine Kampfwerkzeuge. Willst du mich verarschen? Was hab ich denn dir getan? Du kämpfst ja gut. Würdest du mir noch einmal die Ehre erweisen? Wenn ich eigentlich. Ja, komm. Ja. Ah, so viele Leute, denen ich hier noch mal aufs Maul hauen kann. Das ist ja eine wahre Freude. So, brennt's noch? Die Verbrennungen sehen ziemlich schmerzhaft aus, ja. Ach, steckt das Medikament wohl wieder mal nicht an, ne? Schlimm. Ja, bitte einmal heilen. Ach, Mann. Falls ich jetzt wieder wundern sollte, aber Shadow, warum hast du das Geräusch nicht gemacht? Es ist nicht Blut für die Schwester Joy. Also, ne? There can be only one. So, dann wollen wir doch mal. Was? Hier dürfen nur Trainer, die sich als würdig erwiesen haben, passieren. Oh, das sind ja alle acht Orden von Johto. Hier, bitte, du darfst durch. Ja, ich weiß. Ohne die hätte ich nicht mal das hinten surfen können. Meine Fresse. Einen Augenblick. Was ist los?
Dieser Weg führt zum Silberberg. Hier werden dir beängstigend starke Pokémon gehen. Du sollst umkehren, solange du noch kannst. Hast du mich gerade geschoben? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas zieht mich dahin. Okay, was gibt's hier? Ein Augenblick, was ist denn? Hier geht es nach Kanto. Aber dieser Weg kannst du im Augenblick nicht nehmen. Warte nur ab. Na dann. Ups, nein, ich wollte doch. Mit Nip Nip. Sag mal, Nip Nip, was ist mit dir los? Du bist nur angespannt. Siegesstraße. Let's fucking go. Ich brauche Stärke. Das ist ein Witz, oder? Das ist doch jetzt, Oh. Ah, ich hasse es. Ich will keine VM-Bitches mit mir rumschleppen müssen. Meine Fresse. Kann ich aber eventuell... Okay, ich kann da... Ah. Ach, plötzlich kann ich von hier aus fliegen. Aber wohin ging das nicht? Du willst mich doch verarschen. Aber okay. Nein. Nein, jetzt flieg dahin. Das drücke ich ja die ganze Zeit rum. So, dann wollen wir doch mal. Das ist ja... Geht der ganze Scheiß schon wieder los. Okay, wenn ich schon Stärke brauche... Ach, guck mal an. Angst, Angsthase? Flammeradstamm. Dem wird's gefallen. Frühwecker wacht wahrscheinlich schnell auf. Normal Psycho. Okay, gut, fast. Ach ja. Du kannst Stärke. Lass ich mal den Captain hier. Warte mal, wie sieht's denn eigentlich? Nein. Kann ich nicht. Ich kann nicht mal berichten. Doch, ich kann so berichten. Okay. Ich muss mal was gucken. Stärke 80. So doof ist das eigentlich gar nicht, die Attacke. Nein. Was ist das denn? Es tut mir leid. An sich. Ich meine, was würde besser zu Brickerella passen als Stärke? I mean, come on. 50? An sich ja. Brickerella, komm her, meine Gutste. Tut mir leid, Tailing, aber ja, du hattest. Du hattest einen Auftritt, deinen ganz kurzen. So. Halt. Was hab ich noch alles für. Was hab ich da eigentlich noch alles für TMs? Muss ich noch mal gucken. So. Gucken, wie er Stärke kann. Das wäre jetzt ein Ding gewesen, wenn Brickerella keine Stärke hätte können lernen. So. So, Brickerella, meine prima Ballerina. Den Walzer, den verlieren wir dir mal.
Und dafür erlernst du jetzt Stärke. Ja. Ich wollte doch noch gucken, was ich für TMs habe. Ich habe Kehrwende, Schlafrede, Anziehung, Raub, Ruheort, Übernahme, Ableithieb, Dunkelklaue. Ist das nicht? Ist eine Geistattacke. Mal gucken. Ja, nee, danke. Ja, nee. Übernahme, was ist das? Nee. Oh, hier kommen die richtig dicken Dinger. Der Anwender konzentriert sich vor dem Angriff. Ach ja, an sich eine gute Attacke, aber es braucht eine Runde zum Aufladen und darf nicht getroffen werden. Ja, nee. Blizzard, das ist definitiv Borking. Feuersturm. Das ist ja was für ein Nippen, ne? Genau das will ich. Was? 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 Brickarella kann was? Was? What? Was? Hold the fuck on. Okay, also Nip-Nip ist klar. Caesar, okay, wissen wir auch schon, liebe. Brickarella. Kein Feuersturm. Ja, okay, warum nicht? Es ist Brick. Es ist klar. So, Donner. Ich will auch mal gucken. Donner. Das wäre sie gewesen, ey. Caesar kann. Okay. Okay. Lerne ich dir später bei? Hyperstrahl. Na, wer von meinen Freunden kann das denn alles? Ja? War klar. Miffy? Willst du Hyperstrahler lernen? Eisenschweif. Mal gucken. Okay. Ja, Mensch. Och, Günther, was willst denn? Hallo, ich bin's, der Günther. Alles okay? So langsam brennst du sicher drauf, gegen mich zu kämpfen, wa? Was tust du da? Aber klar, gut, ich warte hier nach Rüde 45. Warten wir's ab. Ich muss hier vielleicht noch jemand anderem einen reindrücken. Hallo, ja, du musst Juremisa. Ja, Mensch, du, deine Mutter hat mir ein Paket für dich mitgegeben. Ach, Mensch, es ist wieder schön, dich zu sehen. Mensch, ich habe dich vermisst. Mir wurde gesagt, du hättest mich gerne wieder. Ich habe gerade Zeit. Von daher, hier, ein Paket für dich. Bitteschön. Ich verrichte mich wieder, ja. Oh mein Gott, das ist so toll. Ach, komm doch bald wieder. Hihihi. Yippie. Er ist wieder da. Yippie. Da freue ich mich. Yippie. Okay. Hallo. Mensch, du musst hören, Lisa. Deine Mutter. Ach, Mensch, ich weiß, du hast diesen Spruch vermisst. Hat mir ein Paket für dich mitgegeben. Hier, bitteschön. Ist mir scheißegal, dass sie mir irgendwelche Bullshit-Bären gibt. Aber, oh, warte mal, speaking of Bären. Ich hab doch mal ein paar eingepflanzt gehabt, oder? Ja, okay. Gut, dass ich keine Siedelbeeren habe. Zum Farmen, zum Einpflanzen, die wären mir nämlich wieder eingegangen. Scheiße. Okay, nun gut. Nein, ich wollte da raus aus dem Menü.
Ach, ich habe leider keine weiteren Pakete für dich. Komm bald wieder, werde ich. Oh, das ist toll. Das ist toll. Was denn? Nipp, Nipp, das ist der Gute. Das ist der Gute. Dem tu mir nix. So. Auf welche Route wollt ihr denn jetzt? 45? Das ist 600. Route. Ah, dort. Ja komm, machen wir einfach mal, ne? Ach ja, hier habe ich ja die ganzen Pokémon ausgelassen, weil ja durch Geschehnisse. Ja, wir haben unseren Panzer Aeron. Den haben wir ja nicht mehr. Nee, du bist es nicht. Wer ist denn nochmal der Günther gewesen? Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier die beiden Fratzen und ich sehe hier uns. Ich bin so, hä? Welches legendäre Wesen ist das denn jetzt? Es ist Yorimi, wer hätte das gedacht? Bist du Günther? Mann, ich war doch schon ewig. Das ist ja gut. Günther. Mensch, Günther, was willst du denn? Oh, nix. Flammensturm! Wow. Das ist jetzt schon ein bisschen gut, ne? Da, siehst du. Ich frag mich, was wir dann von dir kriegen werden. Für Items. So, einmal Surfer. Falls ein Schweif wieder daneben schlagen sollte oder keine Ahnung, was vorhin los war. So. So, Günther, das war's. Oh, jetzt hast du aber richtig. Also, das war ja. Oh. So, her mit der Kohle. Du bist wirklich was Besonderes. Hätt' mich doch auch mit Pokémon befasst, als ich noch jung war. Ich messe, dass du uns beide. Was? Dass du unsere beiden Namen arbeitest und erfolgreich. Also deinem Namen definitiv nicht Günther. Eisen! Oh! Mensch, Eisen! Da crafte ich mir eine Schaufel und dann klatsche ich jeden davon. So, okay. Auf geht's! Auf die Siegesstraße, diesmal ist aber wirklich. Ah, so, Nipnip, bist du ready? Was hast du da? Mini-Kiesel. Okay. Siegesstraße erneut. Jetzt in echt. So. Möchtest du stehen? Jawohl. Dann komm mal rein. Na also. Item. Fuck. Was bekommen wir? Was bekommen wir? Was? Fucking Osering, ist okay, Junge. Sag mal, willst du mich bezirzen? Aua! Aua!
Die Quellen, die man von dir halten soll. Nein, Quatsch. Da, Beutel. Na komm. Komm! Komm zu uns! Ich habe vielleicht den perfekten Namen für dich. Bam! Oh, sorry. Wurde gefangen. Du wirst gute Musik mit Nip-Nip machen, denn ich habe den perfekten Namen für mich. Für mich. Was? Ich habe noch nichts getrunken. Das möchte ich schon mal erwähnen. Ich habe bei dieser Aufnahme nichts getrunken. So. Rosarik, Schläfer. Was? Schläfer? Pokédex, was sagst du? Da es alle Gerüche perfekt unterscheiden kann, findet es sogar Nahrung, die tief im Erdreich ist. Das ist ja wahnsinnig interessant. So. Let's go. Lady Bear. Ach komm. Nein, du kriegst das große D. Oder Lady D. Beard? Mach aus. Oh. Also, für die, die ich halt nicht kenne, ne? Lady Beard ist halt so ein Metal-Sänger, der sich halt gerne so in so einem Made-Outfit und alles. Und der Typ kann singen, also hoch, der hat eine Röhre. Ja, Lady Beard. Lady Beard. Wir können ja das D vielleicht noch verschieben, wenn ihr das möchtet. Von daher, welcome in the band. Bellt irgendwas, was? Bellt irgendwas in der Ferne an? Ja, deine Karriere, Alter. Ein Trank. Willst du mich verarschen? Ich bin hier auf der Siegesstraße mit meinem Level 40er Team und wir kriegen einen Trank, der nur 20 KP heilt. Das ist nix, Junge. Das ist ja, also. Ein Trank. Ja, Mensch. Okay. Na, mal gucken, was hätten wir noch kriegen können? Ach, buh. So. Jetzt wir Caesar machen. Fuck, ich muss aufpassen, dass die Viecher hier kein... Fina. Excuse you? Excuse what? Was war das denn? Die sehen ja gefährlich. Gut, dass ich diesen Trank bekommen habe. Also Mensch, das ist ja... Hätte ich mich vielleicht vorher nochmal mit Trinken eindecken sollen? Wobei, ich habe 7 Tränke, ein paar Heiler, 2 Top-Tränke und 14... Dürfte hoffentlich reichen. Vorausgesetzt, wir kommen irgendwann mal auch voran. Rockstar Power! Na, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. So, darf ich jetzt? Da ist ein Item. Ich komme da nicht ran. Was ist der Sinn von diesem Weg? Ja,
Ja, nee, sorry. Wir haben schon jemanden wie dich in der Band. Und du hältst nicht mal was aus. Du Lösche. So. Oh toll, ein Hyperheiler. Ein Trank wäre mir jetzt aber dann doch lieber. Okay, jetzt muss er raus. Oh boy, ein Goldbart. Habe ich eigentlich noch Fluchtseile für den Fall, dass ich wirklich, naja, die Biege machen muss? Ah, crap, ich merke gerade, ich nehme in beiden OBS gerade wirklich dasselbe auf, dasselbe Bild. Das heißt, ich muss beim Bearbeiten muss ich dann gucken, dass ich auch das Richtige wohin schiebe. Aber das, da kann sich ja in die Tische drum kümmern, der hat ja mehr Ahnung von. Der macht das schon. Rockstar Power! Ich habe echt Angst, dass ich in der Pokémon-Liga so ein bisschen überlevelt dann am Ende reinkomme. Das will ich ja auch nicht. Hi, Break. Was los? Okay. Break ist heiß drauf. Ey, komm, ich will es aber auch ein bisschen vorankommen, ne? So. Was gibt's hier oben? Oh. Okay. Ach, guck, ein Onix. Ein bisschen gleich. Gut, dann machen wir halt Erdbeben. Au! Jetzt reicht's. Und ciao. Aber das Onix gegriffen und einmal links und rechts geschwenkt. Den Item? Ich bin ganz ehrlich, ich habe ja absolut keine Ahnung, wie es hier lang geht. Das letzte Mal, als ich diese Generation gespielt habe, das ist Ewigkeiten her. Das locker 10 Jahre. Und ich habe keine Ahnung, wie es hier irgendwo lang geht. Also das halt Original, nicht halt das Remake. Das wird ja lustig. Gegen Gerox will ich irgendwie nicht so kämpfen. Weil ich nämlich ganz genau weiß, dass was diese Ficker können. Na komm, gucken wir uns mal Stärke an. Ja. Ah, okay. Ui, was? Junge. Mensch, du. So, nochmal Stärke. Du darfst, ja, danke, ja, okay. Duckt sich ein bisschen zu lang. Okay, wo geht's hier lang?
Oh Gott, das ist eins von diesen Dingern. Bock. Ja. Es ist schön, dass Brigarella den Fels bewegt, auch wenn sie hinter mir ist. Das ist, ja. Presst einfach mal Yorimi gegen den Felsen und schiebt dann Yorimi weg. Ah, Zatrumara, wo ist Miffy? Oh, da ist schon der Ausgang? Das ist jetzt aber... Hm. Das kann es doch nicht sein. Nur weil ich den Ausgang sehe, heißt das bestimmt noch lange nicht, dass wir doch so easy hinkommen. So, einmal... Och nö, Brick! Was haben wir hier? Bitte. Danke, Brick. Was regst du dich denn auf? Es war einfach nur so. Nur so. Conti. Ja! Das hat jetzt was vergessen. Ich hatte jetzt ganz vergessen, dass Brigarella verwirrt ist. Leck mich am Arsch. Alter. Jetzt ging mir aber wirklich echt nochmal kurz die Düse. Hier, Medikit. Was hast du denn? Dein Testament? Was hast du? Seht euch die Scheiße an! Excuse you? Okay. Ich muss mal ganz kurz nochmal Bericht. Spezialverteidigung ist ja echt für den Arsch. Ja, Spezialverteidigung. Spezialangriff ist noch ein bisschen. Puh. Nipnip ist super. Verteidigungsspitze. Sieht man hier, was davon irgendwas speziell ist? Hm. Eigentlich für diese Sachen bei Pokémon, was ich nie verstanden habe. Aber gut. Fuck, ich wollte ja die Folge wieder beenden. Naja, mach ich gleich. So, Brigarella, mach mal platt. Braves Mädchen. Oh, das hält ja viel aus. Krass, unser Ring hat eine echt gute Verteidigung, meine Fresse. Das kann man nicht verleugnen. Oh, komm. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Fuck. Okay. Gut, dann beende ich erstmal die Folge für heute. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Pokémon Soul Silver Nuzlocke. Bye bye.